Ist es das? Ja, Nummer 53. Oh. Also gehen wir. Also an Ihrer Stelle würde ich jetzt wieder umkehren, mich hinlegen. Sie sind ja sowieso nur zu Ihrem persönlichen Vergnügen hier, nicht? Vergnügen ist gut bei dem Rheuma. Bandscheiben, Herrschaftszeiten. Was heißt denn gar so scharf drauf, dass Sie mich loswerden? Na, Sie haben mir doch erlaubt, dass ich mich da ein bisschen umtue. Privat natürlich, ja, ganz privat. Ja. Geh weiter, Fröschel, steh doch nicht rum wie ein Eiszapfen. Was soll ich? Hilf mir doch ein bisschen mit deinem sogenannten Gesundheitsgriff. So. Auf! Besser? Ja, geht schon wieder. Also den Fröschel brauche aber ich heute Nacht. Schließlich handelt es sich um einen Raubüberfall. Rechnen Sie nicht damit, dass Sie ihn jetzt für sich requirieren können, so leid es mir tut. So leid tut Ihnen das. Also das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Oberinspektor. Steiner, Oberinspektor. Wanninger, Inspektor ZBV. Fröschel, Assistent. Sie sind also Frau Redl, Sie haben uns alarmiert. Fräulein, bitte. Fräulein Eva Redl. Ja, wir wollen es kurz machen. Ihre Schwester, wie heißt sie? Walli. Wo wurde sie überfallen? In meinem Zimmer, im ersten Stock. Aha. Na los, Fröschel, fangen Sie schon an. Gern. Spuren sichern. Ja. Weiter! Weiter. Bei dem Überfall wurde Ihrer Schwester ein Diamantkollier geraubt, das... Ja, es ist zigtausende wert. So, und sie trug es in dem bewussten Augenblick um den Hals. Sagt sie wenigstens. Wieso? Glauben Sie das nicht? Ich spiele dabei keine Rolle. Sie müssen es ihr glauben. Grüß Gott, Herr Kommissar. Steiner, Oberinspektor. Meinetwegen. Ein räuberischer Überfall in meinem Haus. Was sollen wir denn jetzt tun? Na was, unterhalten Sie halt Ihre Gäste. Die haben schon genug von der Party. Die sind sauer. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss darum bitten, dass im Augenblick niemand das Haus verlässt. Kommen Sie, ja? Entschuldigen Sie, Fräulein Redl. Ja, ganz recht, Fräulein. Fräulein, ja. Sagen Sie mal, ist bei Ihnen da was Besonderes heute los? Ich habe mich heute verlobt. Na, da gratuliere ich aber recht herzlich. Danke. Und Sie? Walli Redl. Dann sind Sie die Überfallene. Ja. Aha. Und wie heißen Sie? Das ist mein Verlobter, Ivan Erl. 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 Bankhaus Erl? Ja, der Junior. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aber im Augenblick möchte ich lieber gehen. Ivan, bitte. Das geht leider nicht. Wie Sie verstehen werden. Der ist aber streng. Und wer sind Sie? Der. Peter Fendt. Das ist ein ganz bissiger. So? Das ist Felix Balzer. Mhm. Ein Freund unserer Familie. So. Mit einfachem Z in der Mitte. Ja, vielen Dank. Und wer sind Sie? Robert Balzer. Pfarrer. Brüder, mit einer Empfehlung vom Herrn des Hauses. Wer sind Sie? Georg August von Rutz. Mit wem habe ich das Vergnügen? Das werden Sie schon noch merken. Ah? Also noch einmal, der Dunkel, das ist der Felix Balzer. Genau, das ist der Freund von der Walli. Beste Münchner Familie, sag ich Ihnen. Hm? Uralt. Sie? Die haben sogar das gegründet, 1796 im Schild von mir, ein Juwelierladen. Hm? Sehr noble Leute sind das. Sie? Ja, und der mit der Pfeife, das ist der Bruder. Ja, richtig. Der mit der Pfeife, das ist der Robert. Das ist der Ältere, der führt nämlich die Firma. Ja, also, die Walli, ist jetzt die mit dem Felix oder mit dem Pfeifen, Robert? Ja, ja, ich glaube schon mit dem Felix, denke ich. Wissen Sie das nicht genau? Bei der Grob? Also von den Weibern, die mir gehören, weiß ich überhaupt nichts genaues. Wer weiß das schon? Ja. Haben Sie einen Beruf? Ich bin Fotomodell und Schauspielerin. Aha. Entschuldigen Sie, Herr Steiner. Ja, bitte. Was spielst du denn noch? Hauptsächlich lasse ich mich fotografieren für illustrierte Journale und Reklame und so. Aha, und so. Da schau her. Da oben sind noch mehrere Zimmer. Warum haben Sie sich ausgerechnet in das von Ihrer Schwester gelegt? Aber du liebe Zeit, ich war ziemlich groggy. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinaufgekommen bin. Zu viel Alkohol.
Und als Sie dann im Zimmer waren? Ich habe die Tür zugeschlossen und das Licht ausgeknipst. Ja. Dann, ja, ich habe mich hingelegt und gedöst. So im Halbschlaf, wissen Sie? Ja. Und dann, ja, dann war ich einen Moment lang ganz wach. Ich habe mit dem Gesicht zur Wand gelegen. So. Ja. Und plötzlich hörte ich Geräusche. Ich wollte mich umdrehen. Jemand legte mir ein Kissen aufs Gesicht. Ich konnte nicht mehr atmen und nicht mehr schreien. Und da sind Sie wohl vor Angst ohnmächtig geworden. Na, sicherlich nicht vor Freude. Haben Sie irgendetwas Charakteristisches bemerkt? Beim Fenster draußen ist ein Blumenbeet, da sind aber auch keine Abdrücke. Die Mauer ist ganz glatt. Das Fenster 3,60 Meter hoch, also kommt man da nie rauf. Na, du nicht. Und ich hab's mit den Bandscheiben. Ja, da braucht man mindestens ein Seil, weil mit dem Klimmzug, da packt man das nie. Also in das Zimmer rein kommt man nur über die Treppe. Und ins Haus rein geht's nur durch die Vordertür oder über die Terrasse. Ist das alles Gold? Alles. Auch die Uhr. Denken Sie, ich behänge mich mit Shishi? Wie können Sie sich das leisten? Lieber Herr, Sie sollten in Ihrem Beruf unvoreingenommen genug sein, um die Angehörigen meines Berufs nicht durchwegs für Proleten zu halten. Hm. Es gibt internationale Karrieren darunter. Ich habe auch eine gemacht. Waren Sie schon öfters in diesem Hause angestellt? Hm. Einige Male. Diese Leute verzieren gerne ihre lauten Späße mit einer gewissen Noblesse. Georg August von Rutz. Ist das Ihr richtiger Name? Wie? Ich meine, das klingt ein bisschen nach Pseudonym. Ich bitte Sie, lieber Herr. Wo arbeiten Sie sonst? Im Nightclub Syracuse. Er gehört mir zur Hälfte. Wie viel verdienen Sie so am Abend? Ich meine, hier. Muss das sein? Wie viel? Bitte, bitte. 1000. Na ja, die Spesen, die Kluft, mein Prädikat, die Eintragung in Gotha. Sie gönnen mir doch das Honorar. Vorbestraft? Ja, gell. Das würde Ihnen so gefallen. Aber damit kann ich nicht dienen. Also, Fröschel, das ist eine ganz verzwickte Geschichte. Ja, das kann man wohl so. Wo man hinschaut, lauter Prominente. Fröschel? Ja? Sie rufen sofort im Präsidium an und versuchen, alles über Georg August von Rutz herauszukriegen. Den Kellner? Ja. Ja, verrückt. Und sprechen Sie mit Herrn Direktor Mitterer, damit es schneller geht. Siehst du, so schnell geht das? Ja. Und ich bitte mir Verschwiegenheit auswaschen. Na ja, Sie kennen mich doch. Ja. Von Ihnen auch, Weininger. Na ja, also wenn das so ist, dann kann ich mich ja ruhig ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Man kommt ja als Beamter nicht oft in so eine feine Gesellschaft. Wenn es Ihnen Freude macht, mein lieber Weininger, bitte. Also, wenn ich von Ihnen schon mein lieber Weininger höre, dann sitzt der Verbrecher bald hinter Schloss und Riegel. Da können Sie ganz sicher sein. Ja. Zuerst haben wir uns ausgeschüttet vor Lachen, wie die Walli runtergekommen ist. Aber dann haben wir geglaubt, dass sie wieder simuliert. Was? Ja, macht sie das öfters, die Walli? Also nicht gerade simulieren, gell, aber so faxen halt, um die Leute zu erschrecken. Aber sonst ist sie schon bescheiden. In Maßen. Na, hören Sie, Herr Redl, also bescheiden möchte ich das Mädel nicht nennen. So nicht und so auch nicht. Aber dann, gefürcht hat sie sich. Getorkelt ist sie, zittert hat sie an Arm und Füß und ganz erbärmlich geflängt. Da habe ich gewusst, dass sie halt nicht simuliert. Von wem stammt denn das Collier? Ja, was weiß denn ich? Ein Spielgefährte, hat sie gesagt. So. Mhm. Ja, ihre Eva sagt, das Collier wert zigtausende wird. Was? Mhm. So ein Wertstück ist es. Also ein Liebhaber, der sowas verschenkt, der muss schon Vermögen haben. Wie war es das gleich mit den Balzers? Und der Felix und der Robert Balzer, zuerst waren sie Gebrüder, bis ihnen das Wasser am Hals gestanden ist. Na, da hat sich der Felix davon gemacht, einen anderen Beruf suchen, ohne einen Pfennig. Na, dem ist schon saudreckig gegangen damals. Also manchmal lang halt ich ihn mit ein paar Kreuzer. Ja, Robert, da bist du ja.
Sehen Sie, Herr Redl, das waren nur zwei Episoden. Winzige Kostproben sozusagen. Nur damit Sie wissen, wen Sie da mit dem Oberinspektor Steiner bei sich im Haus haben, gell? Wissen Sie, der Steiner, der hat nämlich den sogenannten sechsten Sinn. Ja, was rennt's denn jetzt daher? Ja, und wenn dann alles vorbei ist, dann präsentiert Ihnen der Steiner die Lösung, auf die gar kein anderer kommen wird. Jetzt hören Sie aber, Herr Kommissar. Ja, glauben Sie mir's nur, Herr Redl. Den Steiner, wenn wir nicht hätten. Aber Herr Kommissar, das. Also passen Sie auf, Fröschl. Der Herr Steiner hat richtig vermutet. Georg August von Rutz ist der wahre Name. Ja, Moment. Vorbestraft wegen Unterschlagung und Passfälschung 1961 wegen Heiratsschwindel. Danach in München Mitbesitzer des Clubs Syrakus. Nicht, was Sie meinen. Das ist ein seriöses Etablissement, Fröschl. Ja, ist gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Und der Herr Steiner soll vorsichtig taktieren wegen der Namen, die da im Spiel sind. Gut, Ende. Kinder, Kinder, ihr habt vielleicht eine Freude an dem Raubüberfall. Was sollen wir machen? Wir haben einfach beschlossen, uns zu amüsieren. Was ist, Herr Inspektor? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ja, dass Sie eine Verehrerin von kostbaren Juwelen sind. Also einem Laien wie mir gehen direkt die Augen über. Sagen Sie, hat die Walli Schmuck von Ihrer Mutter geerbt? Die Walli, die macht sie nicht aus Schmuck. Hören Sie mich gut. Ich habe gefragt, ob die Walli Schmuck von ihrer Mutter geerbt hat. Sie hat, aber sie hat ihn gleich wieder an Eva verscheuert, um ihre Finanzen aufzubessern. Sie sind mit der Walli, naja, sag mal, liiert, was? Nein, wir sind befreundet. So, so. Ja, befreundet, ganz harmlos, wie die Kinder. Bruderherz, gib dem Kommissar eine Prise Tabak. Was das? Bist du verrückt geworden? Aber meine Herren, Sie werden doch nicht streiten. Also doch vorbestraft, dieser Kellner. Sie beordern mindestens drei Beamte ins Haus. Drei Beamte, ja. Dann durchsuchen Sie seine Garderobe. Mantel, Hut, Jackett, die ganze Ablage. Irgendwo muss er ja das Collier versteckt haben. Aber vorläufig kein Laut darüber. Und gewöhnen Sie sich Ihr rheumatisches Wanninger-Tempo ab. Bandscheiben, Herr Ober. Könnt's euch nicht leiden, was? Sie haben der Walli nicht das Collier geschenkt, das da geraubt worden ist. Dazu habe ich nicht das Portemonnaie. Genau das habe ich hören wollen. Sagen Sie mal, wovon leben Sie eigentlich so? Ich arbeite in einer Werbeagentur. Wo bleiben denn die Beamten? Also, Ihr Bruder Robert, der hat sie nicht auszahlen können, wie er damals das Geschäft allein übernommen hat. Und deshalb hat er jetzt Schulden bei Ihnen. Haushohe, stell dir mal vor. Woher wissen Sie das überhaupt? Okay. Das ist doch kein Geheimnis. Also, ich bin's nicht gewesen, der das rausgebracht hat, aber der Steiner, der hat für sowas eine Nase. Also, von dem Steiner, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Da haben wir mal einen Fall gehabt von Juwelenraub in Schwabing. Und da hat der Steiner. Aber vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn ich ausgerechnet hier von einem Juwelenraub erzähle. Aber bitte, wir hören Ihnen gerne zu. Ja, ich hab gemeint, es geniert Sie. Durchaus nicht, im Gegenteil. Fröschel, wo stecken Sie denn? Sie sind ein guter Plauderer. Ja, also hören Sie zu. Da war ein Juwelenraub. In der Konradstraße. Die Täter, die haben wir bald gehabt, gell? Aber beweisen konnte man ihnen nichts. Und der Schmuck, ein kostbares Diadem mit Rubinen. Ja, das konnten wir leider nicht finden. Da hat der Steiner eine grandiose Idee gehabt. Stellen Sie sich vor, der ließ sich die Bräute, von denen die Räuber kommen, hat sie sich der Reihe nach angeschaut und hat sich überlegt, welcher von denen jetzt wohl dieses Diadem am besten zum Gesicht und zu den Haaren gestanden wird. Gell, Fräulein Eva, das können Sie sich nicht vorstellen, dass man als Frau sowas machen kann. Vielleicht doch. Niemand ist auf Schmuck so versessen wie die Eva. Übrigens, Ihnen hätte das Diadem auch ganz gut gestanden. Ist alles besetzt? Was ist los? Beginnen Sie mit der Hausdurchsuchung. Werden wir verhaftet? Wo ist dieser Steiner? Ja, wahrscheinlich im Zimmer vom Herrn Redl.
Geh, Fräulein Walli, jetzt hocke ich schon eine halbe Stunde da und hab nichts zu rauchen. Geben Sie mir doch bitte ein bisschen an Tabak. Da aus dem Taschen vom Herrn Balzer. Da ist nur eine Pfeife drin. Ja, danke schön. Keiner verschenkt so ein Collier, der nur verliebt ist. Das schenkt ein Mann seiner Frau, wenn er über 50 und sie viel jünger ist und wenn er Geld im Überfluss hat. Das ist eine Anschaffung, eine Kapitalanlage. Ja, ja. Leidenschaft, Liebe, Hörigkeit, ist das nichts wert? Ja schon, aber nicht so ein Stück. Ja gut, Ihre Erklärung bitte. Sie hat es von mir. Na und? Nicht wie Sie jetzt denken. Ich habe es ihr geliehen für heute Nacht. Walter? Ich will Ihnen nichts vormachen. Es war Wallis Idee. Und ich habe mitgespielt den ganzen Abend und den Mund gehalten. Aber jetzt ist der Spaß für mich vorbei. Falls Sie einen Verbrecher hier im Hause suchen sollten, Herr Steiner, ich habe ein Motiv. Ich habe Schulden. Ich stehe mit 60.000 Mark in der Kreide. In 4 Wochen ist der Wechsel fällig. Ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Mein Bruder wartet noch immer darauf, dass ich ihn auszahle, seit 2 Jahren schon. Nur ich habe nichts. Wenn Sie den Täter hier im Hause suchen sollten, ich könnte es sein. Aber ich war es nicht, wahrhaftig, ich war es nicht. Können Sie sich vorstellen, wie mir zumute ist? Warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass das Collier Ihnen gehört? Ich glaubte, das sei nicht wichtig. Bitte glauben Sie mir doch. Na, Wanninger? Jetzt unterhalten Sie sich mal noch ein bisschen mit diesem Herrn. Er glaubt mir nicht. Bitte. Nein, das kauft Ihnen der Steiner nicht ab. Haben Sie das Collier versichert? Natürlich. Wie hoch? 40.000. Und der Wert natürlich, damit die Prämie nicht so hoch wird, was? Ja, ja, natürlich. Ja, Sagen Sie mal, warum macht denn eigentlich die Walle solche Geschichten? Ich habe gehört, sie hat gar nichts übrig für Schmuck. Darf ich meine White Lady fertig machen? Jetzt hören Sie mal gut zu, Ruth. Von Ruth, wenn ich bitten darf, gell? Die Haushälterin beschwört, dass Sie in der fraglichen Zeit ungewöhnlich lange verschwunden waren. Wo sind Sie gewesen? Ich habe in der Hausbar bedient. Warum haben Sie mir Ihre Vorstrafen verschwiegen? Sie an meiner Stelle. Ich weiß, dass Ihre Fantasie nicht ausreicht, um sich das vorzustellen, aber wenn... Wo haben Sie das Chloroform versteckt? Nein, sowas, gell. Und das Collier? Wenn ich das wüsste. Welchen Wert hat es übrigens Ihrer Meinung nach? Oh, 20.000 höchstens. So, ich höre das Doppelte. Ich bitte Sie. Zuchtperlen, neureicher Firlefanz, nicht? Und die paar Brillantsplitter sind. Also, Sie wissen zu gut Bescheid. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie. Aber, Verehrtester, ich bin Fachmann, gell? Ja, danke schön. Sagen Sie mal, Herr Wanninger, warum heben Sie eigentlich den Herrn Oberinspektor Gorso raus? Schau, Fröschel, je mehr die sich auf den Steiner konzentrieren, desto unauffälliger kann ich doch arbeiten. Ausbringen. Ach so. Ja. Und du marschierst jetzt ins Zimmer auf und wenn der Täter kommt und das Collier zurückverstecken will, machst du ihn beim Kram. Ja, wenn er kommt. Aber ich glaube, dass der Steiner das mal recht hat. Der macht den Kellner weich, das garantiere ich. Ja, schmal, schleich ihn auf und rühr dich nicht. Und erst, wenn du was abzuliefern hast, dann kommst du. Ja. Na, ihr beide. Wie wollen Sie das jetzt dem Herrn Steiner erklären? Ja, unterhalten haben wir uns. Sir. Okay, Herr Erl, möchten Sie mir nicht mitteilen, was Sie da an den Tatort getrieben hat? Wollten Sie vielleicht von Ihrer Frau erfahren, ob sie die Walle nicht selber überfallen hat? Ach, was für ein Motiv sollte sie denn haben? Nur der Schmuck. Habt ihr vielleicht gestritten? Fräulein Redl, Sie sind doch branchenkundig, oder? Wie viel war denn das Collier eigentlich wert, so ungefähr? Ich weiß es nicht. Ich schätze 20, 25.000. Es kann auch mehr sein. Eher mehr. Aber Eva, du täuscht dich. Du täuscht dich sogar gewaltig. Ah, und auf den Gedanken sind Sie nie gekommen, dass die Walli vielleicht den ganzen Überfall nur simuliert hat, um sich selber das Collier unter den Nagel zu reißen. Natürlich, ich sag's ja die ganze Zeit, so war's auch. Woher wollen Sie das wissen? Und diese Verdachtsmomente reichen durchaus, um Sie unverzüglich in Haft zu nehmen. Bitte, ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie partout auf eine Blamage aus sind. Geben wir den Streit, ein Geständnis können Sie nachher ablegen. Machen Sie uns lieber einen anständigen Kaffee, Herr Kellner. Ich verbitte mir! Ja, ich auch. Verdrucken Sie ihn in die Küche, verstanden? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Genau diese Frage will mir nicht aus dem Schädel raus. Wanninger?
Ich fange an, nicht nur an Ihrem guten Willen, sondern auch an Ihrem Verstand zu zweifeln. Aber okay. Dieser noble Kellner ist doch ein ganz gewiefter. Traust doch dem kein so dilettantisches Unternehmen zu? Wieso? Er hat die Walli an der Bar betrunken gemacht. Nur der Kellner konnte diese Gelegenheit mit Sicherheit herbeiführen. Ja, und warum hatte er dann nicht der Pulverl in ihren Whisky rein? Nein, ein Kissen aufs Gesicht, ja, und Chloroform. So was hat's einmal gegeben, vielleicht beim Tom Shark. Bei wem? Na, den kennst du ja nicht mehr. Also, wer soll's denn Ihrer Theorie nach gewesen sein, hm? Ja, meh. Erstens einmal die Eva, eine Edelsteinfetischistin. Zweitens die Walli, ne? Eine chronische Simulantin. Drittens der Robert Balzer, Juwelier, Eigentümer und Nutzen ist eine Versicherung, Buckel voller Schulden. Na und viertens der Felix Balzer, auch Juwelier, ein Ausdruck aus dem Geschäft, lebt wie ein Fürst und ist ein kleiner billiger Buchhalter. Und außerdem verkracht mit dem Robert. Und fünftens? Genauso haben wir es uns vorgestellt. Sagen Sie mal, warum machen Sie denn sowas? Kommen Sie bitte mit. Jetzt gerade erwischt, wie Sie das Collier in die Kassette Ihrer Schwester zurückverstecken wollten. Um mir das anzuhängen? Du bist ein Biest, ein widerliches Biest, bist du! Hey, Fräulein Redl, Sie haben doch nichts dabei verloren. Den ganzen Überfall, alles bloß simuliert. Nein, Sie haben mir doch angesehen, dass sie nichts simuliert hat. Bleiben Sie getrost dabei. So. Und jetzt möchte der Herr Steiner dem Täter noch eine Gelegenheit geben, sich als Kavalier nicht zu blamieren. Das ist sowieso aus. Also? Geh, Herr Balzer. Könnte vielleicht ein bisschen einen Tabak von Ihnen haben. Ich möchte ihn zu gerne mal probieren. Es muss schon ganz ein besonderer sein, weil Sie gar so geizig damit sind. Na, aber wo sind wir denn? Also, okay. Ist das ein Geständnis? Sie haben es ja gehört. Wissen Sie, er wollte den Supertrick spielen und hat sich verdächtig gemacht. Ne? Er hat die Walli überfallen und das Collier da in dem Tabakstaschel mit sich rumgeschleppt, bis die Walli das entdeckt hat. Und da ist ja dann ein Licht aufgegangen. Stimmt's? Ja. Ich glaube gar, Sie haben ihn geliebt. Ja. Ist was Besonderes dabei? Oh nein. Bloß weil Ihnen hier keiner so ein Gefühl zutraut, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie das auch einmal erfahren. Die Walli wollte dann noch mal in das Zimmer rauf? Ja, ich wollte so tun, wie wenn ich es verlegt hätte oder vergessen und hätte es dann wiedergefunden. Also eine Fantasie haben Sie wie ein Wurzelbürsten. Alles wegen dem. Und Sie, Herr Balzer, Sie haben mir das eingeredet. Ja. Und um wie viel war dieses Collier überversichert? Um etwa die Hälfte. Es wird für 19.000 verkauft. Ganz schön. Bei 40.000 ist also die Versicherung um das Doppelte betrogen. Ja, meine Herrschaften, und Sie, Sie können jetzt ruhig weiterfeiern. Ich meine, die, die noch da bleiben. Abführen. Sehr lustig wird es werden, denke ich. Na, Ranninger, jetzt muss ich mich wohl bei Ihnen bedanken. Aber geh, okay. Ich bitte Sie, Herr Hofinspektor. Das heute Abend, das hat mir doch Spaß gemacht. Und ich helfe halt gerne mal euren Kollegen, ne? Und Ihnen doch ganz besonders. Tja, aber ich glaube, ich muss jetzt doch endlich einmal einen Chiropraktiker aufsuchen. Der muss mir mein Kreuz wieder einrichten. Haben Sie Angst, Herr Weininger? Tja, Fröschl, von sich selber weiß man das nicht so genau. Wissen Sie was, ich fahre Sie morgen hin. Ja? Ich darf doch. Aber natürlich, Fröschl, immer. Also, gute Nacht. Ja, guten Abend.